So, liebe Sportfreunde, herzlich willkommen zur Pressekonferenz bei Oberliga Baden-Württemberg. Heute, 23. Spieltag, SV Spielberg gegen Balinger SC. Die Protagonisten, Trainer Milorad Filipovic neben mir, genauso unser Trainer Hartmut Kaufmann. Endergebnis 0:0. So, liebe Sportfreunde, und nun wollen wir von Milorad Filipovic, Trainer des Balinger SC, die Spielanalyse des heutigen Spiels haben. Bitte schön, Milorad. Ja, ich denke, dass wir heute eine sehr intensive Oberliga-Partie gesehen haben, Erster gegen Dritten. Ich hätte vor dem Spiel alles gewettet, dass das Spiel heute, dass die Tore auffallen werden und wenn die zwei Spitzenmannschaften aufeinander treffen und 0:0 endet, beide Mannschaften, die am meisten Tore geschossen haben, wir haben auch Torjäger in unseren Reihen und das Spiel endet letztendlich 0:0, dann ist irgendwie was Außergewöhnliches passiert. Normalerweise passieren die Tore in solchen Spielen, aber okay. Wir können auch mit diesem Punkt auch gut leben, insbesondere wenn man die Ergebnisse sieht, was die heute passiert sind. Zum Spiel denke ich mal, dass wir heute sehr gut eingestellt waren, dass wir richtig in Halbzeit 1 der Gegner sehr gut gepresst haben, zu Fehler gezwungen haben, selber versucht Fußball zu spielen. Aus dieser Dominanz ist auch eine Riesenchance von Hannes Fian entstanden, wo er vor so Querpass oder Flanke vor 3-4 Meter nicht den Tor unterbringen könnte. Okay, Spielberg hat auch eine riesen Kontermöglichkeit gehabt nach unserem Freistoß, wo wir auch unseren Vorteil, Nachteil für uns machen. Schlecht geschossener Freistoß geht in Konter und sind wir fast in Rückstand geraten. Denk mal, dass wir erste Halbzeit sehr souverän gespielt haben, sehr kontrolliert, die Gegner sehr gut kontrolliert haben und vielleicht hätte man in dieser Phase auch mit dem Wind Rücken in Führung gehen können. Zweite Halbzeit, im Laufe der zweiten Halbzeit war ich überhaupt nicht zufrieden, weil wir das Spiel der ersten 45 Minuten nicht wiederholen konnten. Wir haben plötzlich mal die Linie verloren, insbesondere im zentralen Mittelfeld konnten wir die zweite Bälle nicht verwerten. Wir konnten nicht das Spiel aufziehen, waren auch dann sehr, zwischendurch sehr viele lange Bälle, auch schon aus der hinteren Reihe, wo wir ohne Not gespielt haben. Und insbesondere ist ärgerlich für mich die letzte 15 Minuten, wo wir unser Überzahlspiel überhaupt nicht durchsetzen könnten. In so einer Phase habe ich erwartet, dass die Mannschaft etwas cleverer wird, dieses Überzahlspiel durchzieht und letztendlich in Tore ummünzt. Aber man hat eben gesehen, dass die anderen Mittel gezogen haben, die nicht richtig waren. Und von dem her, das Spiel endet 0:0. Zum Schluss hätte man fast noch das Spiel verlieren können mit dem Freistoßtor, der in der Latte landet. Aber okay. Schwamm drüber, wir haben heute einen Punkt, sage ich jetzt mal so, auf der Platz 2 auf TSG Balingen verkürzt. Es sind 2 Punkte. Eine oder andere Mannschaft rückt nach wie Freiberg, Ravensburg. Und wir haben jetzt auch direkten Vergleich kommende Wochenende gegen Freiberg bei uns daheim, wo wir alles tun werden, um dieses Spiel zu gewinnen. Und dann werden wir, denke ich mal, wieder sehr, sehr gut im Rennen. Gratulation an meine Mannschaft für sehr engagierte Leistung heute. Die Jungs haben wirklich alles rausgezogen, sehr viel Emotionen in das Spiel auch reingebracht. Zum Schluss hat uns ein bisschen Markov gefehlt, aber das ist so im Fußball. Gratulation an Hartmut, der Spielberg hat auch gezeigt, was für gute Mannschaft die sind. Und ja, verdiente Maße stehen wir oben. Unbedingt mit riesengroßem Vorsprung auf die Nachfolger und ja, ich denke, dass Platz 1 ist nicht mehr Spielberg wegzunehmen. Danke. Ja, danke schön, Milorad Filipovic, Trainer des Balinger SC. Und nun
und nun der Trainer des SV Spielberg, Hartmut Kaufmann. Bitte schön, Hartmut. Das war jetzt zum Schluss noch ein Brüller. Ja, also so wie bei deiner letzten Pressekonferenz hast du ja gesagt, du wirst ein bisschen defensiver agieren gegen Spielberg, nicht noch einmal so. Ich wurde ganz klar eigentlich in meiner Meinung bestätigt, das wird deinen Charakter von deiner Mannschaft überhaupt nicht widerspiegeln. Ich muss sagen, sie haben erste Halbzeit, keine Frage, mehr Spielanteile gehabt. Sie haben uns auch gut angelaufen und unter Druck gesetzt. Teilweise haben wir dann aber das, was wir die ganze Saison jetzt bis jetzt gezeigt haben, einen ruhigen, sachlichen Kopf bewahrt, haben dahin rausgespielt, haben versucht rauszuspielen. Das eine oder andere hat nicht geklappt. Okay, das ist halt so, das passt. Zweite Halbzeit wurde es dann ein bisschen mehr Tempo. Ja? Da hat also beide Mannschaften mit offenem Visier Fußball gespielt. Wobei da mehr Tendenz nach vorne von uns war, von unserer Seite her war. Wir hatten auch unsere Möglichkeiten, haben wir dann auch gut hinten verteidigt. Das muss man schon sagen, zweite Halbzeit haben wir so gut wie keine Torchance mehr zugelassen. Und das ist schon aller Ehre wert, das haben sie gut gemacht. Ich kann sehr gut mit diesem 0-0 leben. Punkt 1, das zweite Spiel hintereinander zu 0 gespielt, das ist immer gut. Wenn man zu Null spielt, für den Torwart, für die komplette Mannschaft, für den Trainingsbetrieb die kommende Woche. Und wie gesagt, wenn man die Ergebnisse hört, haben wir mit unserem Unentschieden uns sogar noch verbessert. Also wir haben unseren Vorsprung um einen Punkt ausgebaut. Wir liegen jetzt mit 6 Punkten vor. Das soll aber nicht heißen, dass das jetzt schon alles eingetütet ist, so wie du jetzt gerade gesagt hast, weil ich kenne dich jetzt auch schon ein paar Tage und du hast als Profi ganz andere Schlachten geschlagen. Ich glaube nicht, dass du aufgibst und das werden die anderen auch nicht machen. Wir werden genauso nicht aufgeben, wir werden aber genauso weiterhin arbeiten und konzentriert arbeiten. Und ja, ich bin sehr zufrieden mit dem Engagement, mit dem Wille, mit dem Kampfgeist, was die Truppe an den Tag gelegt hat, vor allen Dingen in Unterzahl. Mit 10 Mann gegen Balinger nichts mehr zuzulassen. Respekt. Danke. Ja, danke schön, Hartmut Kaufmann, Trainer des SV Spielberg. Ja, das ist das erste Mal, dass ich hier in meinem Leben sitze und habe rechts und links ein Gewinner neben mir. Das ist einmalig, deswegen schöne Grüße übers Internet an die TSG Balingen. Da sitzen die zwei. So, liebe Sportfreunde, bevor wir jetzt weitergehen, unser Vorstand Bernd Stadler möchte kurz noch etwas sagen. Ja, ich möchte nur kurz was klarstellen. Es wird ja überall in der Umgebung rumgegeistert, der SV Spielberg kann nicht, will nicht in die Regionalliga. Wir haben beschlossen, dass wir die Unterlage für die Regionalliga eingeben. Und wenn es machbar ist für den SV Spielberg, werden wir auch in der Regionalliga spielen. Das mal von Herzen. Des Weiteren möchte ich das noch sagen, dass wir uns diese Woche, was für den SV Spielberg sehr ungewöhnlich ist, schon für die Runde sehr, sehr, sehr große Erfolge erzielen konnten. Wer konnte bis zum heutigen Tag mit unserem Kader mit 15 Spielern schon für die neue Runde weiter verpflichten? Das ist für uns ein Novum und es zeugt für die gute Arbeit, die momentan im Verein geleistet wird. Wir haben auch schon den ersten Neuzugang, das ist der Felix Armbruster, der hat auch unterschrieben schon vom Kehler e.V. Also ich denke, wir sind auf einem guten Weg und ich denke, so wie wir heute uns präsentiert haben, werden wir auch in der nächsten Woche noch vorne mitspielen. Danke. Ja, danke schön, Bernd Stadler, Vorstand Fußball des SV Spielberg. So, und jetzt bezüglich der letzten Fragen, Presse. Möchte jemand was zur Schiedsrichterleistung sagen? Zum Schiedsrichter. Also es geht ja nochmal um die Frage, was in der 51. Minute passiert ist bezüglich dieser Karte. Ich habe mit beiden Trainern gesprochen. Es war ein Irrtum gewesen. Er hat sich vertan. Deswegen hat er die Karte wieder eingesteckt. Punkt.
Und zu sonstigen Schiedsrichterentscheidungen, Hartmut vor allem, könnte man vielleicht meinen, dass die etwas zu deinen Ungunsten oder zu den Ungunsten deiner Mannschaft ausgegangen sind? Vor allem die rote Karte? Nein. Der Schiedsrichter ist da zu mir rausgekommen, wir haben uns kurz unterhalten, wie der Ablauf des Tages noch sein wird heute. Und wir sind uns einig, wir werden nachher noch kurz ein bisschen was miteinander trinken und dann passt es auch. Danke. So, keine weiteren Frage, dann beenden wir hier die Pressekonferenz beim SV Spielberg. Ich wünsche dem Balinger SC mit dir alles Gute, ja, und eine gute Heimreise. Und dann sehen wir uns demnächst irgendwo wieder. Ja, gibt es so ein Lied, ne? Irgendwann, das sehen wir dann. Alles Gute, Dankeschön nochmal fürs Kommen und bis demnächst. Tschüss zusammen.